Baby, gib mir mehr von dem, was du liebst. Ah. Gib mal ein bisschen Gas jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cardsharing. Der letzte Teil. Woo! Hier aus dem Trainingslager. Pass auf, wir fahren euch hinten rauf, ne? Letzter Tag, ne? Ja. Letzter Trainingstag, gut absolviert. Und dürfen wir jetzt einfach anfangen? Ja. Einfach anfangen. Einfach. So, dann fange ich mit der ersten Frage an. Ganz einfach, Mario Kart oder FIFA? Oh, das ist eine einfache Frage. Mario Kart, weil ich persönlich kein FIFA spiele und Mario Kart mit mehreren Personen richtig witzig werden kann. Ja, da bin ich bei dir. welches FIFA-Rating würdest du deinem Beifahrer, also mir, geben und warum? Oh, jetzt steigt. Oder jetzt gibt dir auch. Ich würde pass auf. Ich würde dir ein FIFA-Rating von jetzt 80 glatt geben. 80, Bruder, gibt schon mehr. Weil da ist noch viel Potenzial nach oben, aber. Luft nach oben, sagst du? Die 80, die erreichst du schon. Und weiter? Schuss und so? Schuss, ehrlich, Schuss ist gut. Schuss mit links, beidfüßig. Gut, mit rechts. Junge, ohne mal beidfüßig. Stolperst du den Ball? Nein, halt, neben das Tor, aber. Grüße Pace ist auch nicht so gut, ist so eine 70. Ja, da bin ich einverstanden. Ausdauer ist auch Katastrophe. Ja, total. Dein bester Anmachspruch, wie hast du deine Freundin rumbekommen? Sei mal ehrlich. Quatsch. Anmachsprüche sind nichts für mich, aber. Ja, sag doch mal, was du hast eigentlich gerade was gesagt. Ich habe einen guten. Und zwar, ich habe meine Telefonnummer verloren, kann ich deine haben. Aber du hast vorhin noch Hey Puppe gesagt, das muss man mal hinzufügen. Quatsch. ja, schlimmster Einlauf vom Trainer, hast du mal einen auf den Sack bekommen oder ja. Warst du mal ein Musterspieler? Letzte Saison gegen Leverkusen in der Pause. Ah, auswärts, gibt's, ne? Gibt's auch in der Doku. Da habe ich katastrophal gespielt und habe dann auch weiß ich noch. Hinter die Löffel bekommen, aber danach ging es besser und. Ja. Hast du gebraucht, sagst du, oder? Ja. Und du? Ich habe keinen bekommen. Ich muss ehrlich sagen, ich war immer. Safe. Super. Ab welchem Akkustand wirst du nervös? Wirst du zittrig, sei ehrlich, wenn da so 10% steht? Nö, es geht. Also ich teile mir meinen Akku stand immer sehr gut ein. Ich bin da sehr flexibel unterwegs und ich kann auch mal mit 5% lang auskommen. Also das ist kein Problem. Sehr aber gut. Du, ne? Sei ehrlich. Nee, bei mir auch. Also ich lasse ja immer mein Handy mal laden. Aber ja, so lang bin ich jetzt nicht mit dem Handy wie Robert. 17 Stunden. 17. Gefühlt, ja. Am Tag. Nee, ich komme damit gut zurecht. Welcher Superheld wäre dein Beifahrer? Ich glaube, Batman wäre mein Beifahrer, weil Batman das geilste Auto von allen hat. Und ah, dann würdest du seinen fahren, oder was? Und ich würde seinen fahren und der ist mein Beifahrer und kann sich entspannen. Aber den würde ich auch nehmen, ehrlich. Ja, ja, ich habe jetzt auch nicht so viele Comics geguckt. Du kennst dich sowieso Batman. Nur Batman kenne ich auch. Capital Bra oder Bowser? Schon Capi, oder? Nee, ganz klar Bowser. Echt? Junge, Capi Beste. Capital. Capis Pizza musst du mal probieren, Junge. Nein, der macht immer dieselben Lieder, das hört sich alles gleich an. Quatsch. Aber Bowser ist dann schon, hat schon ein, ich kenne Bowser nicht, was gute das? Hits. Bowser? Sag mal, sing mal einen, sing mal einen. Nein. Komm. Du kennst. Sing ein bisschen an, komm, anstimmen. Baby, gib mir mehr von dem, was du liebst. Ach so, ja doch, kenne ich doch. Jetzt fahren wir über Rasen, Junge. Aber bei DSS wäre es jetzt rausgeflogen. So. Frühstück süß oder salzig? Mein Frühstück muss immer schon süß, muss oder? Immer süß sein, ja. Besser als salzig. Da ist auch das eine oder andere Mal Nutella drin, aber wie Raphael Tiefers sagt, mit Butter. Mit Butter? Das geht gar nicht. Nee, das ist eine Sünde, ist, eine Essenssünde und da wird mir schlecht von, wenn ich an Nutella mit Butter denke. Aber hast du schon mal Salz in Getränk bekommen jetzt die Tage? Nein, nein. Noch gar nicht? Sowas machen wir an unserem Tisch nicht. Nee, überhaupt nicht. Und du, was ist nee, Frühstück, süß für oder mich salzig? Auch süß, habe ich ja schon gesagt, ah, okay. Süß. Muss süß, viel. Süß. Chuck, du, du hast das Handy deines Beifahrers, was würdest du als erstes damit tun? Jetzt mit meinem? Mit deinem würde ich, glaube ich, erstmal einen Insta-Post machen und mich 10-mal drauf verlinken. Aber sonst. Damit du ein bisschen gepusht bist, ehrlich? Ja, es, nee, darum geht's mir nicht. Nee, nee, überhaupt nicht. Aber ich würde auch, ich würde dein Handy nehmen, ja, und dann eher so ein peinliches Foto posten. Ja, aber nicht von okay, mir, sondern von dir. Okay. Würde ich richtig fertig machen damit. Letzte Frage. Karneval. Ja. Welches Karnevalskostüm würdest du deinem Beifahrer aussuchen?
Oh, das ist eine gute Frage. Komm, sag jetzt. Ich würde dich gerne mal... Aber das ist eigentlich alles egal, weil Karneval ist eh alles scheißegal, kann jeder aussehen, wie er will. Richtig, aber in Gorilla-Kostüm oder so wäre bei dir schon gut, weil damit du mal ein paar Muskeln bekommst. Ja, ja, super. Weil im Kraftraum sieht man dich nicht so oft. Nee, überhaupt nicht. Bin überhaupt nie da, das stimmt. Alles klar. Nur zum Rollen. Nur zum Ausrollen und Dehnen. Und das war's schon, meine lieben Leute. Jan, hast du noch letzte Worte? Nee, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und viele Grüße aus dem Trainingslager. Wir sehen uns in Köln. Morgen geht's nach Hause. Ciao, und ciao. Macht's gut. Ciao. Esst Kappis Pizza. Mach jetzt aus.